Insofern kann es eigentlich losgehen. Wir begrüßen vier Pioniere. Deshalb heißt die Veranstaltung vermutlich auch, nennt sich selbst Urban Gang of Four. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo da die Punkrock-Referenz ist zur Gang of Four aus Leeds und der fantastischen Band, die 79 ihre erste EP rausgebracht hat. Ich begrüße herzlich Kai von Luck, Martin Kohler, Stefan Wölter und Matthias Müller-Probe mit dem Thema Urban Intervention 404 für Deggendorf. Herzlich willkommen. Gut, einen wunderschönen guten Abend erstmal. Toll, dass ihr es geschafft habt, aus dem Café hochzukommen, obwohl der Kaffee gut ist unten. Wir sind inzwischen vier, wir wachsen jedes Mal um einen. Das heißt, wir sind jetzt die dritte Veranstaltung, Urban Intervention. Wir werden auch noch die vierte und fünfte machen. Schauen wir mal, wie es so läuft. Ne? Was haben wir uns für heute vorgenommen? Wir machen ein bisschen Jeopardy. Das heißt, wir haben hier eine Wand. Die Wand wird Matthias gleich freischalten und dann könnt ihr auswählen, welches Thema ihr haben wollt. Das sind in der Summe 16 Themen und jedes Thema, was auftaucht, steht einer von uns auf und erzählt kurz was darüber, was wir uns dann überlegt haben. Warum machen wir eigentlich Urban Intervention? Warum heißt das 404 für Deggendorf? 404 für Deggendorf verraten wir später. Warum urbane Intervention? Oh, jetzt gibt es eine Rückkopplung. Soundcheck. Relativ simpel. Wir haben uns mal zusammengesetzt und haben gesagt, was ist der größte virtuelle Friedhof aller Zeiten? Kennt jeder. Second Life. Was ist Heimat? Das Zentrum aller sozialen Interaktionen. Facebook verspricht, Heimat zu sein. Ist es aber nicht. Das heißt, wenn man weiß, die Virtualität funktioniert nicht, ansonsten, um Richard Floyder zu zitieren, wären die Quadratmeterpreise in Downtown Manhattan die gleichen wie New Jersey, sind sie aber nicht, scheint es so zu sein, dass wir tatsächlich über Realität und Plus reden und nicht aus Realität in Virtualität. Dementsprechend haben wir unser Motto genannt, lass uns mal die Realität angucken, urban, suburban und ländlich kenne ich nicht, und lass uns mal gucken, was man damit alles veranstalten kann. Diesem Motto sind wir treu seit einiger Zeit und ich glaube, wir können einfach durchstarten, weil die Zeit läuft. Viel Spaß dabei. Jetzt seid ihr dran. Ich kann auch gerne den Jingle nochmal machen. Toni, können wir ein bisschen mehr Sound haben? Dann macht das noch mehr Spaß, was hier passiert. Ja, wir sind vier. Wir haben viele Themen mitgebracht. Ihr seid auch viele. Und was als nächstes passiert, liegt an euch. Wer mag sich das erste Feld aussuchen? Es gibt nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren, außer Erfahrung für uns alle, insbesondere hier vorne. Die 3D-Babys. Jo, danke. Soll ich sitzen? Kann sitzen bleiben, oder? Ja, komm, ich stell mich mal hier vorne hin. 3D-Babys. Also wir hatten uns ja verschiedene Themen überlegt und so meine Spur da drin war dann Technologie, ob die nun sinnvoll ist oder weniger sinnvoll, ob die einen großen Einfluss auf die Zukunft hat. Und dieses Bild hier soll so ein bisschen Sinnbild sein für den 3D-Druck, der derzeit momentan groß gehypt wird. Und man glaubt es kaum. Dieses Ding ist von einer Firma in Amerika, wo man also in Zukunft oder bereits jetzt schon seine Ultraschall-Scans der Schwangerschaft einschicken kann und lässt sich dann so einen Fötus in 3D ausdrucken und kann den der Familie und weiß Gott wem hinschicken. Und das fand ich irgendwie ein schrilles Sinnbild für den aus meiner Perspektive, den derzeit stattfindenden Hype für 3D-Druck. Da wird von Revolution gesprochen, da wird von politischer Umwälzung gesprochen. Ich glaube, das ist einfach nur ein wunderbares kleines Tool oder ein größeres Tool. Man kann Dinge produzieren, aber das leider Gottes auch in solchen Dingen rausgehen kann. Nun ist das ja immer so eine Sache, ob man jetzt mit der Meinung richtig liegt, ob es jetzt eine große Umwälzung ist oder nicht. Aus dem Grund hat man das schon gesagt, ne, seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, dazu jetzt Widerspruch oder kein Widerspruch oder Zustimmung zu liefern, um zu gucken, ob das jetzt da ein gutes Beispiel sein könnte. Das zum Thema 3D-Baby. Achso. Mag jemand eins bestellen? Gut, dann klicke ich mal die nächsten an oder wenn es keinen Kommentar dazu geben sollte oder wie auch immer, suchen wir ein weiteres Thema aus. Ja. 440 Hertz. Kai. Mein Thema ist eigentlich, wie erzählt sich Stadt? Das ist absolut spannend, weil die meisten wissen es noch nicht mal.
Wir werden darauf noch zu sprechen kommen, unter anderem. Aber es gibt eine Referenzstadt, ne? Die Stadt aller Städte, New York. Ne? Das ist so ähnlich wie, heißt das immer, New York ist nicht so ähnlich wie, sondern irgendwas ist so ähnlich wie New York. Und die Frage ist, wie erzählt sich Stadt? Und das fand ich ein wunderschönes Beispiel, was Sie hier rausgebracht hatten, nämlich zu sagen, natürlich kann man die typischen Wahrzeichen von New York rausbringen. Natürlich kann man Bewegtbild, Standbild, hast du nicht gesehen, sonst irgendetwas. Was die hier gemacht haben, Sounds of New York, ist nichts weiter wie ein kleines Gedächtnis. Das sind 16 Soundsnippets mit 5 bis 15 Sekunden Laufzeit und sie erinnern einen. Es ist eine Art von, ich weiß nicht, kennt ihr das mit Landmarks, also an was ich mich erinnere, wenn ich irgendwo bin und solche Sachen mehr? Das ist vom Kern her, sind das akustische Landmarks, die hinterlegt sind. Für Leute, die da waren, die erinnern das sofort wieder zu sagen, ja stimmt, das war die Ansage vom Central Station. Oder das ist eine Einkaufssituation in Chinese Viertel und ähnliches mehr. Das heißt, hier ein Beispiel für eine total reduzierte, total einfache Art, einen Mythos zu erzählen. Weil New York ist eine Stadt, klar. Manhattan ist genau genommen das, was die meisten Leute meinen, wenn sie New York sagen. Sie meinen selten Brooklyn oder Queens. Aber auf der anderen Seite ist der Mythos, der dahinter steckt, sofort ins Gedächtnis rufbar über eine sehr, sehr simple Art der Struktur. Da braucht man keine großartigen, fantastischen Geschichten drüber zu erzählen, wenn der Mythos erstmal existiert. Das ist nur eine Erinnerung an den Mythos. Und das finde ich faszinierend, wenn er erstmal steht. So einen Mythos aufzubauen, dauert 10 bis 15 Jahre um und bei. Wir werden darüber vielleicht noch zu sprechen haben, aber wenn der Mythos erstmal da ist, dann ist er da. Eine vergleichbare Geschichte kennen wir, wenn ich meine Studis frage, zu sagen, wer hat Lust mit Amsterdam zu fahren und alle melden sich. Das geht nicht wegen der Drogen, die sind für uns Ausländer genauso schwierig zu kriegen wie in Hannover, aber wenn ich sage, ich fahre nach Hannover, meldet sich niemand, der mit möchte. Der Mythos von Amsterdam, was ist denn der Mythos von Amsterdam? Relativ simpel. Es ist die alte Hippie-Zeit, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, das San Francisco von Europa. Von dem Mythos leben sie immer noch. Sie brauchen nur immer wieder ein klein bisschen anzuklingen und es läuft weiter. Und wenn wir diesen Mythos uns anklingen lassen und gucken, was passiert denn eigentlich hier in der Gegend? Was ist denn der Mythos von Hamburg? Die sündigste Meile der Welt. Und der zweitgrößte Hafen Europas. Und wie kann man das anklingen lassen? War einer von euch schon mal in der U-Bahn-Station Hafen City? Hafen City Uni? Da sind genau diese Soundclips. Sie tauchen wieder auf im Hintergrund als Geräuschkulisse des Hafens, der gar nicht mehr existent ist, aber der Mythos wird transportiert darüber. Von dort her, ja, wenn man Geschichten über Stadt, wenn man Stadt erzählen will, man muss nichts Aufwendiges machen. Es geht manchmal ganz simpel, ganz einfach. Das verbirgt sich dahinter. Achso, nächste Auswahl. Hallo hier, was? Moment. Nein. Habe ich was überhört? Was gab's gerade? Welches Feld? Asoziale U4. Asoziale U4. Der Martin. Also Matthias, ich finde das ja irgendwie ganz gut, dass du, also ich habe ja schon gesagt, du kannst jeden Scheiß dann wieder auf die Ankündigung schreiben, aber Pioniere hätte es ja nicht sein müssen. Ne? Also ich wäre lieber, ne, Weltenretter, das hätte ich mir zum Beispiel gut vorstellen können. Also, ne, also ich meine, so wie ich hier stehe, das ist auch ein Medium. Also, ne, also ich, nicht ich bin das Medium, sondern also quasi so meine Kleidung ist ein Medium, damit kommunizieren wir dann zusammen. Es vermittelt zwischen mir und euch und so weiter und ich stehe jetzt hier vorne und du denkst ja dann vielleicht so, ja, so, war wahrscheinlich ganz nett, so ein bisschen Revoluzzer gehabt, ne? Deswegen steht er irgendwie hier so komisch abgerissen da. Dann wieder unbedingt dann ein bisschen mythisch, kryptisch, dann irgendwie so kleine Sachen, die um Aufmerksamkeit bitten, dann, ne? Und wo irgendwas draufsteht wie Abschiedsbier, weiß man nicht, wo es herkommt. Also wahrscheinlich so Existenzialist, garantiert ideal, so Romantiker wahrscheinlich. Akademiker auf jeden Fall. Also das heißt, also ich rede mit euch quasi über mein T-Shirt, Weltenretter zum Beispiel. Das ist irgendwie die Idee von einem Medium und deswegen habe ich mir dann irgendwie auch so die Sache rausgesucht, asoziale Medien. Das, was wir nämlich eigentlich tun darüber, ist irgendwie, wir stellen eine öffentliche Sphäre her. Also etwas, dann kannst du sehen, du kannst mich irgendwie einschätzen, ich kann das T-Shirt beeinflussen, deswegen kommunizieren wir miteinander. Ihr könnt dann irgendwie alle auch noch mitreden. Das heißt, wir haben so eine kleine öffentliche Sphäre, in der wir uns dann drüber unterhalten können. Das ist total wichtig.
Da kann nämlich so, also die gesamte Stadt, Demokratie baut dann darauf auf, dass es irgendwie solche Orte gibt, wo man sich dann treffen kann und dann irgendwie auch mit den Leuten, mit denen man eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, über irgendwas reden. Also und nee, die öffentliche Sphäre ist irgendwas, was keinen Raum hat. Das ist im Endeffekt irgendwie so, also so ein abstrakter Raum, in dem dann irgendwie also verschiedene Kommunikationssignale zusammenkommen und ich kann darauf reagieren oder nicht. Darüber haben wir eine Diskussion. Wir können uns darüber unterhalten, ob Nationalsozialismus eine gute Erfindung ist oder eben halt nicht. Das Wesentliche ist aber, es ist irgendwie öffentlich. Also irgendjemand hat Zugang dazu ohne Vorbedingungen. Und jetzt bei Medien, also soziale Medien, so wie wir sie dann bisher gedacht haben, ist ja immer der Vorwurf, dass er genau das nicht kann. Also wenn alles dann irgendwie auf seine Handys guckt, dann wird gerade dieser öffentliche Raum, wo ich dann noch so ein bisschen mitkriege, was der andere macht, dann irgendwie völlig nihiliert. Das heißt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie bei dem beispielsweise davon, was tun die denn eigentlich gerade? Ich meine, das Missverständnis. Man kommt nicht aus China nach Berlin und setzt sich in die Bahn und guckt auf sein Handy. Man kommt nach, wahrscheinlich gucken die irgendwie Restaurantkritiken an und so weiter, anstatt da hinzugehen und mal auszuprobieren, wie das denn eigentlich ist. Ne? Und sich dann reinsetzen und sagen, nee, finde ich scheiße, also wir essen das eigentlich anders. Also ich frage mich auch so ein bisschen, was die da machen. Das ist ein Liebespaar. Die sitzen da daneben, ne? Und jeder guckt irgendwie auf sein Handy. Das ist so voll asozial. Das ist, ne? Genau dieses so, also gesellschaftszersetzend. Also gerade so diese Möglichkeit, sich mit jemandem zu verbinden, irgendwie zu unterbinden. Das ist so genau das, was der Vorwurf ist. Und irgendwie hier sieht man es dann auch noch da. Pop. Ich frage mich die ganze Zeit, was der da schreibt. Vielleicht sowas wie, keine Ahnung, bevor du es über Facebook erhörst, dann sage ich es lieber darüber. Es ist aus. Ich kann mit jemandem, mit dem ich nicht reden kann, nicht zusammen sein. Naja, und auf jeden Fall, dann deswegen hätte ich mich ganz gerne damit beschäftigt, dass irgendwie so diese ganze Hype um so soziale Vernetzung und irgendwie Twitter und so weiter ist total großartig, wenn man darüber viel mehr miteinander diskutiert, dann irgendwie eben halt ausgesucht und habe gesagt, nee, ich möchte mich eigentlich mit der Asozialität von Medien beschäftigen, mit Medien, die es schaffen, dann irgendwie Menschen dann irgendwie quasi also Verbindung zu knicken. Und ich glaube, das ist ganz neu, ist es aber eigentlich überhaupt nicht, weil ich habe nämlich nach diesem Bild dann noch ein anderes gefunden, wo man sagen muss, ja, gut, vielleicht war das früher jetzt auch nicht groß anders, ne? Also macht dann eigentlich keinen Unterschied, mit was ich mich dann von der Welt dann irgendwie abgrenze. So, das wäre mein gelobter kleiner Beitrag. Ich finde, das klingt so ein bisschen nach dieser Generalunterstellung, Leute, die vor ihrem Smartphone hängen, irgendwie haben kein soziales Leben mehr, anstatt sich zu überlegen, dass man soziales Leben ausweitet, weil man sich einen weiteren sozialen Raum erschafft, in dem man quasi doppelt agiert und doppelt in Kommunikation verstrickt ist. Dementsprechend wäre es dann ja nicht asozial, sondern übersozial oder hypersozial. Nee, das ist total asozial. Übrigens habe ich gerade gewonnen. Ich war der Erste, der Widerspruch rausgekriegt hat. Das war nämlich eine unserer internen. Hier ist eine Frage. Also ja, nee, aber das ist. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn irgendwie jetzt die Rechtsradikalen sich dann auf dem Tor-Netzwerk dann darüber unterhalten, warum dann irgendwie eigentlich Fremde irgendwie, also wer alles fremd ist, warum die irgendwie hier leben sollten, warum nicht, und irgendwie die ganzen Linken dann bei Indie Media das Gleiche machen. Das, was da eigentlich passiert ist, irgendwie, dass Menschen irgendwie, also diese Filterbubbles, Menschen dann irgendwie reden dann quasi über ihre Ansichten mit den Leuten, die ihre Ansichten schon teilen. Das heißt, das, was da drin passiert, ist irgendwie nichts, was irgendwie in einen Austausch, also Konversation baut, sondern im Endeffekt eigentlich nur, dass ich meine Argumente, also die Argumente meiner Gruppe besser kenne und sie dann beim nächsten Mal noch ein bisschen profilierter dann irgendwie von mir geben kann. Oder ich halte mich dann gleich davon fern. Von daher ist dann irgendwie so diese Frage, also natürlich diese Generalkritik, dann, ne, man hat es ja vorher gesehen, also gilt vielleicht irgendwie auch für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wo dann ja auch dann irgendwie die Werbung war, so hinter jeder Fatz steckt dann ein kluger Kopf, aber halt dahinter und nicht davor. Ne, aber es ist natürlich schon so eine Frage, inwiefern kann dann eigentlich, also ist das jetzt, inwiefern ist so ein soziales Medium eins, was tatsächlich diese Interaktion dann irgendwie möglich macht und vor allem über Gruppen hinweg. Und inwiefern ist es irgendwie eine, das ist sozusagen nur gruppenintern, das dann irgendwie verstärkt und dadurch eigentlich tatsächlich also quasi auf eine gewisse Art Gesellschafts, was heißt dann irgendwie, also gesellschaftsgefährdend dann ist, weil sie eben halt dann irgendwie die Möglichkeit von so einer quasi jetzt einer Gruppe, die sie bildet, dann über die Einzelgruppen hinaus dann irgendwie unterbindet. Und dann, wie gesagt, ist es jetzt nicht so die Frage, ob das jetzt irgendwie mit dem Computer alleine passiert oder mit dem Smartphone in der U-Bahn, sondern vielleicht tatsächlich dann irgendwie auch um eine Zeitung, eure Zeitschrift, die ich so einsetze, genau den gleichen Effekt hat. So. Ja, sehr gerne. Reichweite
Nee, tatsächlich ist es irgendwie viel mehr, dass es dann irgendwie das Problem, also das Problem besteht sehr viel stärker, dass es dann irgendwie eben halt nur gruppenintern ist. Beispielsweise dann irgendeine Hip-Hop-Community oder irgendjemand, der irgendwie für eine bestimmte Art von Fotografie beispielsweise dann, also zum Beispiel mit Retro-Kameras, dann irgendwie ein bestimmtes Faible hat, der hat natürlich gerade über diese, über Netzwerke, die international laufen, plötzlich eine ganze Menge Leute, die irgendwie also quasi like-minded sind und vielleicht dann irgendwie in Tokio sitzen. Deswegen reden wir heute bei der Stadtsoziologie auch eher davon, dass es weggeht von dieser quasi Stadtgesellschaft, also eine große, die irgendwie ein Kern hat und hin dann eher so zu so, kommen dann so Vorstellungen raus wie Urban Tribes, also eher so Stämme sozusagen, die sich dann sozusagen dann gar nicht mehr räumlich so stark fixiert, dann irgendwie so quasi über ein Territorium verteilen und da aber im Endeffekt sehr stark unter sich bleiben. Hat irgendwie sein Gutes und ich glaube, man braucht sich dann irgendwie so diese idealistische Vorstellung, die man in den 50ern noch hatte, dass wir irgendwie alle eins sind und alle sind nur Hamburger, ja klar, weil wir hier wohnen, aber sonst hab ich mit euch eigentlich nichts gemein. Dass es die irgendwie tatsächlich irgendwie nur ein Idealbild ist, eine Utopie, die eigentlich nie wahrscheinlich zugetroffen hat und jetzt irgendwie nur sichtbar wird, weil sich jeder sozusagen sein Medium aussuchen kann und irgendwie so sein Chat und sein Forum und seine Gesprächskreise. Aber gleichzeitig ist es auch etwas, mit dem man dann irgendwie umgehen muss und dann fragen irgendwie, ob es dann nicht irgendwie, oder dass man vielleicht verstärkt und eine verstärkte Aufmerksamkeit darauf richten muss, wo es dann eigentlich so über diese Gruppen hinweg quasi Schnittstellen gibt. Ne? Also wer sozusagen, es gibt lokale, regionale Gruppen, es gibt welche, die sich dann irgendwie davon komplett lösen und eigentlich spannend ist eigentlich, wo die sich miteinander dann verbinden. Weiter Fragen? Keine. Ich rede aber so gern, weißt du. Komm, nochmal eine Frage, ich nehme gerne noch welche entgegen. Was versteckt denn da auf sich da jetzt auch hinter diesem Duke 200 Gedöns-Ding da? Ja, das ist natürlich total gemein. Ich gebe das Mikrofon nicht so gern her, weißt du. Dankeschön, anders hätten wir ihn nicht von der Bühne bekommen. Darf ich ganz kurz unterbrechen, weil wir haben nämlich ein Problem, und zwar die meisten Fragen kommen überhaupt gar nicht an, weil das eben über die Soundanlage laufen müsste. Wir reichen die Mikros gleich hoch. Genau, beziehungsweise ich lasse jetzt eins hier und das ist dann das Publikum-Mikrofon. Ja. Duke 200 sind 2 Minuten Douglas Engelbart, bei dem mir ein Schauer über den Rücken läuft, weil er spricht in einem Interview ungefähr 2000 über seine Motivation, die ganzen Systeme, die wir heute kennen, erstmal ins Laufen zu kriegen. Also warum hat er die Maus erfunden? Warum hat er kollaborative Systeme erfunden? Warum hat er Bildschirmtext erfunden? Er und sein Team am Stanford Research Institute in den 60er Jahren. Doug Engelbart im O-Ton. Can you please talk to us about the early history of why you got into this to begin with? Well, there was a series of little events when I was 25 that got me thinking seriously about my professional career, and in a way surprised that it was that late in, I was that old and hadn't been thinking about it seriously enough, but I began to think, hey, what am I after? What are my goals? And before that, it had been sort of, well, it's very interesting being an electrical engineer, and I had a nice place to work. So when I spent a lot of time over the coming months after that thinking about it, and very early, for some reason, I decided, I said, well, I could make a lot of money, but then I decided, well, why don't I just say enough money to raise a family appropriately? Then what? You know, what would I like to see done? And it took perhaps 3 months of thinking about more and more realizing the world is very complex if you're trying to figure out what you would fix, etc., and how you would go about trying to fix it. And one Saturday I was, God, the world is so damn complex, it's hard to figure out. And that's what then have dawned on me that, oh, the very thing, it's very complex, it's getting more complex at an ever more rapid rate, that these problems we're facing have to be dealt with collectively, and our collective ability to deal with complex, urgent problems isn't increasing at anything like the apparent rate that it's going to be that the problems are. So if I could contribute as much as possible, so how, generally speaking, mankind can get more capable of dealing with complex, urgent problems collectively, then that would be a terrific professional goal. So that's, that was 49 years ago, and that's been ever since. Engelbart über das Jahr 1961, damals schon, die Welt ist so verdammt komplex, lasst uns Systeme bauen, sodass wir sie kollaborativ lösen können. 50 Jahre später, 60 Jahre später,
Was machen wir heute mit den Systemen, mit Facebook, mit Xing, mit Google etc.? Sind wir immer noch dabei, auf der Agenda von Doug Engelbart kollektiv die Probleme der Welt zu lösen, oder sind die Probleme der Welt noch sehr viel komplexer als damals? Ich denke, wir haben die Infrastruktur, wir müssen sie nur für uns auch zum Leben bringen, dass wir auch auf dem Planeten überleben. Das war jetzt ernst. Und ich provoziere damit keinen Widerspruch. Wer möchte als nächstes? Sven, such dir einen aus. Ich bringe dir auch das Mikro, ich kann nicht hören, was du sagst. Peter 330. Das Einzige, was mich daran ein bisschen ärgert, dass das auch ein Video ist, da darf ich dann nicht so viel reden. Ne? Ja, das ist Peter Gruse in seinem Bericht für die... Ja, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für die Gelegenheit, hier etwas beitragen zu dürfen. Mein Name ist Peter Kruse, ich habe eigentlich 15 Jahre lang relativ weit weg von jeder Form von Praxis gearbeitet. Ich war mal auf der Schnittwelle zwischen Experimentalpsychologie und Neurophysiologie unterwegs und habe mich mit dem menschlichen Gehirn beschäftigt, hatte also, wenn Sie so wollen, eine frühe Liebe zum Thema intelligente Netze. Das konnten wir dann im Nachhinein im Bereich von Management und Unternehmensberatung anwenden. Ich habe versucht, das, was ich zu diesem Thema wie beeinflusst das Internet die Gesellschaft sagen wollte, in 10 Thesen zusammenzufassen. Die kann man in 3 Minuten dann nicht mehr zusammenfassen. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn sozusagen der Kerngedanke dahinter? Und da ich ja nun sehr stark aus systemtheoretischer Perspektive herauskomme, möchte ich Ihnen gerne eine Grundthese kurz in den Raum stellen. Ich glaube nämlich, dass das Internet die Gesellschaft tatsächlich ganz gravierend verändert. Ich würde sogar den Begriff Revolution dafür nehmen. Und zwar gibt es eine grundlegende Machtverschiebung vom Anbieter zum Nachfrager. Ich glaube, dass da etwas real passiert in allen Bereichen der Gesellschaft. Und das hat etwas mit der Systemarchitektur zu tun. Wenn man sich anschaut, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, dann sind wir hingegangen und haben die Vernetzungsdichte in der Welt gravierend erhöht. Es hat noch nie eine solche Explosion vorher gegeben. Dann kam das Web 2.0 dazu. Das heißt, neben der Tatsache, dass wir die Vernetzungsdichte hochgejagt haben, haben wir die Spontanaktivität in den Systemen hochgejagt. Also immer mehr Leute, die aktiv sind in einem hochvernetzten System. Und das Dritte, was dann dazu gekommen ist, eigentlich über so etwas wie Retweet-Funktionen bei Twitter zum Beispiel, das sind kreisende Erregungen im Netzwerk. Und wenn die drei Dinge zusammenkommen, hohe Vernetzungsdichte, hohe Spontanaktivität und kreisende Erregung, dann kann ich Ihnen sagen, was passiert. Die Systeme haben eine Tendenz zur Selbstaufschaukelung. Das heißt, Sie werden erleben, dass diese Systeme plötzlich mächtig werden, und zwar ohne, dass man vorhersagen kann, wo das ganz genau passiert. Und die Menschen haben das für sich entdeckt. Die erste Motivation der Menschen im Netzwerk war Information. Sie wollten Zugang zu Informationen. Dann irgendwann haben sie gemerkt, naja, es ist auch spannend, sich im Netzwerk darzustellen. Dann ging es darum, Spuren zu hinterlassen. Und was die Menschen im Moment merken, ist, dass man über die Netze mächtig werden kann. Die Menschen schließen sich zu Bewegungen zusammen. Und wenn Sie diese Situation noch vorhersagen wollen, dann kann ich Ihnen sagen, das wird bei diesen Netzen prinzipiell nicht gehen. Wir können gerne in die Glaskugel gucken, aber das sind nicht-lineare Systeme. Nicht-lineare Systeme können Sie nicht vorhersagen, der Schmetterlingseffekt sitzt dazwischen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie können wir dann Vorhersagen machen. Und da würde ich sagen, es ist die Frage der Empathie, der Wahrnehmung dessen, was zurzeit resonanzfähig ist in den Systemen. Wenn Sie einigermaßen nah dran sind am Markt, einigermaßen nah dran an den Menschen, dann können Sie nicht vorhersagen, was passiert, aber Sie haben ein Gefühl für die Resonanzmuster der Gesellschaft. Und an diesem Punkt, denke ich, brauchen wir eine Umdenkung. Wir müssen uns begreifbar machen, dass Macht sich neu definiert. Macht sitzt beim Nachfrager und nicht beim Anbieter. Das heißt, wir bekommen einen extrem starken Kunden, wir bekommen einen extrem starken Mitarbeiter und wir bekommen einen extrem starken Bürger. Und wenn es uns nicht gelingt, an dem Punkt empathisch genug zu sein, zu wissen, wo diese Art von Aufschaukelung stattfindet, dann kriegen wir in den nächsten Jahren gravierende Probleme. Und wenn es darum geht, sich zu überlegen, was müssen wir ändern, dann bin ich inzwischen durchaus bereit, mich durchaus entspannt zurückzulehnen, weil diese Systeme werden eine solche Dynamik entfalten, dass wir es uns schlicht und ergreifend nicht leisten können, uns nicht zu verändern. Also insofern kann man da sagen, und bist du nicht willig, so brauche ich Geduld. Dankeschön. Ja, schön, ne? Endlich kann es einmal jemand erklären. Also ich fand das natürlich super, ich habe es deswegen ausgesucht, weil es zeigt, der Romantiker ist eigentlich so die Zukunftsfigur. Ne? Also weil Romantiker, das sind also Menschen wie ich, die haben Intuition, das ist die Bedingung von Empathie und das scheint die einzige Möglichkeit zu sein, um dann herauszufinden, was als nächstes dann besonders groß kommt. So, ich fand jetzt gar nicht so schlecht, dass die beiden nacheinander waren, die Videos. Ja, und wir waren gar nicht schuld dran. Sven war schuld. Carsten, du bist dran. Alter, Alter.
MIT 9209. Ganz unauffällig hinterm Rücken. Ne, ich mache erstmal ein Bild vorneweg. Das geht auch mit Falltaste, ne? So. Klappt's, ja. Vielleicht vorneweg geschickt, ich bin von Haus aus Interaction Designer und freue mich sehr über angewandte Dinge, die mich da beschäftigen. Deswegen auch eines meiner Lieblingsthema des 3D-Drucks. Also, weil mich die Frage beschäftigt, was ergibt sich daraus eigentlich für uns Designer? Was machen wir mit diesen ganzen schönen neuen Tools? Ein anderes schönes neues Tool sind natürlich diese Drohnen hier, was da vor ihm hin und her fliegt. Und die Dinger haben natürlich jetzt so im Politischen gesehen schon eine ziemliche Dimension erreicht, aber ich glaube, dass die guten Stücke noch einen erheblichen Einfluss haben so auf unser urbanes Feld. Einfach deswegen, weil sie immer günstiger werden. Die Dinger kriegt man mittlerweile für 250 im Job mit iPad-Steuer, mit allem drum und dran. Die sind minimal zusammengeschrumpft. Und die Frage stellt sich, was tun wir damit? Und hier am MIT, im Senso City Lab heißt es, glaube ich, genau, hat man jetzt darüber nachgedacht, ob man aus diesen Drohnen nicht einfach auch so ein Orientierungssystem macht. Ne? Also er steht davor und wundert sich, mein Gott, wie kommt er jetzt in einen speziellen Raum in dieser Hochschule und drückt einen Knopf, Call, und ihm wird geholfen werden. Ob das jetzt in Zukunft so funktioniert, das, wie gesagt, wird, glaube ich, eine ordentliche Herausforderung an Ingenieure, Techniker etc. sein, weil das Faszinierende dabei ist ja so ein bisschen der Spieltrieb, oder? Also deswegen sind sie, glaube ich, momentan auch recht beliebt und so in den Medien. Und für mich stellt sich die Frage eben, was tun wir damit? So, ich finde die eigentlich ganz schön. Finde es auch spannend, dass wir in Teilen immer noch darüber überlegen, unsere Hauswand bei Google Street View zu verpixeln, wo doch der Nachbar längst schon mit der Drohne viel bessere Fotos machen kann. Und das zeigt für mich einfach, dass die ganze Technologie viel schneller in der Entwicklung ist. Ist keine neue Erkenntnis, aber man wiederholt sie ja mal gerne. Ne? Viel schneller in der Entwicklung ist, als wir hinterherkommen können, so mit dem, was wir davon machen. Ja, ich sage jetzt einfach mal Drohne, super. Das ist ja nur Widerspruch, ha? Okay, der Trick war zu einfach. Ja, dann, neues Thema. Also, ich habe da eine Frage. Ja. Und zwar eigentlich. Zweiter. Bin da dahingegen optimistisch, dass wir immer noch am Drücker sitzen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir von der Technik erschlagen werden oder die übernimmt oder die Technik dominanter ist. Wir sitzen immer noch hier am An- und Ausknopf im Großen und Ganzen. Die Frage ist, ob wir genauso schnell sind in der Entwicklung. Das meine ich vorhin damit, mit dem in der Überlegung, was wir damit machen können. Weil an dem Beispiel vorhin vom Ollen Duckler haben wir ja gesehen, dass die schon in den 60ern die tollsten Visionen hatten. Aber was ist bisher bei rausgekommen? Ne? Da scheint es also so ein Phänomen zu geben, was irgendwo auf die Bremse drückt, wenn das jetzt deine Frage beantwortet. Das so bremst? Gesellschaft? Ja, haben wir ja nicht mehr. Gesellschaft haben wir keine mehr? Nee, wir twittern ja nur noch. Achso, wir twittern nur noch. Besitzstandswahrerei zum Teil, Angst vor technologischer Entwicklung. Ach, da bin ich dabei. Viel dabei. Ja. Ja. Aber den genauen Grund, ja, das ist eine gute Frage. Wir brauchen mehr Designer. Das wäre meine Antwort. So. Danke. Zustimmung gibt keine Punkte, ne? Das haben wir jetzt. Dann ernsthaft, ich glaube, es braucht einfach wirklich noch mehr Gestaltung, weil wir an der Schnittstelle sitzen zwischen dieser Entwicklung und den Theoretikern auch, die da wunderbar drüber nachdenken können, das können die viel besser. Und da können wir ansetzen. So, jetzt aber noch ein Thema, damit wir hier die Wand voll kriegen. Wer mag denn noch? Was passiert? Oh, das klappt nicht hier. Auch wenn ich drücke. Das war mal der Ausgangspunkt unserer Überlegung, zu sagen, wie erzählt sich eigentlich Stadt? Das heißt, wenn wir in irgendeiner Form sagen, es gibt ein hübsches Büchlein, Martin hat mich darauf hingewiesen, das heißt öde Orte. Und was sind öde Orte? Eigentlich soziologisch homogene, ne? Da wo die Agora noch funktioniert oder andersrum gesagt, wo es einen Schützenverein gibt. Das heißt, wenn wir andersrum rangehen und sagen, was sind eigentlich spannende Orte,
das, was wir unter urban begreifen, dann sind es ja eigentlich Parallelgesellschaften, die in einer Straße, das ist auch ein Beispiel von Martin, in einer Straße nebeneinander sitzen. Ne? Das arabische Café neben dem Starbucks, aber keiner geht aus dem einen ins andere und so weiter. Man kann die schneiden in verschiedene Berichte, in verschiedene Arten, religiös schneiden, ethnisch schneiden, einkommensmäßig schneiden, ausbildungsmäßig schneiden, weiß der Teufel nicht alles. Diese ganzen Parallelgesellschaften machen auf einer Straße schon irgendwas Heterogenes aus. Das sind keine Multikulti, das ist Quatsch. Aber es ist zumindest irgendwas, was spannend ist. Wenn wir über die homogenen Orte reden, über die öden Orte, wie es Martin zu nennen pflegt, dann reden wir über Deggendorf. Und die Voraussetzung, mal zu sagen, ist, wie erzählt sich eigentlich Deggendorf? Oder andersrum gesagt, wenn wir mit dem kleinen Bürgermeister reden und sagen, wir haben einen guten Vorschlag, wir nehmen das Ding offline. Ich habe das mal bei Studis versucht und ich habe sowas von Dresche gekriegt. Wieso? Kostet doch nichts, ist doch sowieso da, ist doch wichtig, ist da Information für und so weiter und so fort. Ist da irgendeine Erkenntnis dahinter, wie sich diese Stadt erzählt? Noch nicht mehr am leisesten. Da tauchen solche Sachen auf wie Termine buchen, da taucht sowas auf wie Einkaufsgutschein der Stadt Deggendorf, da taucht sowas auf wie Touristen sollen herkommen. Das ist ein gelbe Seitenportal, gleichzeitig ein Touristen, vielleicht kommt ihr doch vorbei, Geschichte, warum sollten die? Welche Geschichte steht denn dahinter? Noch nicht mal ansatzweise ist da irgendwas erkennbar. Und das ist das Irre dabei, die geben Geld dafür aus. Und sie wissen nicht, wofür. Und wenn man die Argumente nochmal wirklich durchixt und sagt, warum gibt es www.deckendorf.de? Hat jemand von euch irgendeine Antwort darauf, außer, ist sowieso da, kostet nichts, damit sind wir weltweit präsent. Was für eine Hölle, wer interessiert sich für Deggendorf auf dieser Basis hier? Null, nada, niemand. Das ist noch nicht mal ansatzweise irgendeine Art von Mystik dahinter, die sagt, hier erzählt sich ein Ort. Das ist auch gar nicht das, was gewollt wird. Was wird denn gewollt? Nein, jetzt sind wir gerade im spannenden Bereich. Was wird gewollt? Also kleiner, dicker Bürgermeister weigert sich, das Ding offline zu schalten. Was will er denn damit? Ja, Informationen verteilen. Also wenn ich jetzt, ich würde natürlich niemals initiativ nach Deggendorf suchen oder da eine Initiative bekommen, mich damit näher zu beschäftigen. Aber wenn ich diesen Namen Deggendorf habe, was mache ich dann als erstes? Ich gehe und suche die ersten Informationen und das gibt mir diese Seite und mehr nicht. Und dann im Vergleich mit anderen vielleicht mehr, aber so what, das reicht. Mehr will es nicht, mehr muss es vielleicht auch nicht. Warum dann mehr reininterpretieren, als da drin ist? Nein, weil mehr da ist. Das ist das Spannende. Deggendorf ist mehr als diese Webseite, aber die Webseite tut so, als wäre es ist austauschbar. Es ist genauso wie die Fußgängerzone in einer Kleinstadt. Ja, also es ist genauso wie die Fußgängerzone in einer Kleinstadt. Das ist, da weiß man, da kommt H&M, da kommt Eiscafé Venezia, da kommt Pizzeria, hast du nicht gesehen, da kommt irgendein Friseur und irgendeine Bäckereikette. Das ist komplett austauschbar, genauso wie die Website hier aussieht. Das hat nichts Eigenes, da ist was Eigenes. Leute, die da wohnen, hängen da dran, dass sie da wohnen. Davon gehe ich aus, sonst würden sie wegziehen. Aber das ist nicht erkennbar, auch nicht ansatzweise. Es gibt Phänomene, die ich klasse finde, wie zum Beispiel das kleine dicke Bürgermeister, Stadtschreiber einstellen. Was machen denn Stadtschreiber? Sie erzählen die Stadt. Und glorifizieren den Bürgermeister. Und glorifizieren den Bürgermeister, warum nicht? Wenn sie einen fantastischen Bürgermeister haben, dann sollen sie ihn glorifizieren. Wenn sie einen kleinen dicken Bürgermeister haben, der nicht weiß, warum er eigentlich Bürgermeister ist, dann sollte die Internetseite machen. Mal davon ab, dass wenn ich mir überlege, Deggendorf wäre ein Mensch und würde mir begegnen und Deggendorf würde mir dann alles über sich erzählen, würde ich halt auch denken, boah, du hast irgendwie einen an der Waffel. Also, ich kenne ja Deggendorf gar nicht. Ich will auch Deggendorf gar nicht kennenlernen. Das ist das Spannende. Heute Morgen hat mich noch ein Kollege aus Deggendorf angerufen und hat gefragt, warum disst du uns schon wieder? Ich sage einfach, weil ich Bock drauf habe. Nein, noch... Alles kaputt? Okay. Alles kaputt. Nein, die Frage ist vom Kern her, wofür steht Deggendorf? Wenn man das sich so anguckt, steht Deggendorf Paradebeispiel für öde Orte. Es ist austauschbar. Warum sollte ich da hinfahren? Was interessiert mich da dran? Wenn ich außerhalb bin, interessiert es mich nicht. Wenn ich innerhalb bin, gelbe Seiten mäßig, dann brauche ich die Internetseite nicht.
dann brauche ich eine kleine App, wo die Öffnungszeiten auf meinem Smartphone sind, vom Bürgeramt. Das war's. Ende mit lustig. Das heißt, so erzählt sich doch nichts. Und die Frage, warum weigern Sie sich, das offline zu nehmen? Weil Sie dabei sein wollen. Weltweite Präsenz von Deckendorf. Das ist alles. Ja, genau. Und das finde ich erbärmlich. Das heißt, wenn man tatsächlich über sowas wie, okay, Deckendorf und Urbanität passt vielleicht nicht ganz, aber wenn man tatsächlich über bewohnte Gegenden redet, und wir nehmen mal an, Deckendorf wäre bewohnt, dann sollte man diese Geschichte erzählen können. Und das finde ich das Irre, dass, ich weiß nicht, also mein Vorurteil ist, der kleine dicke Sohn des kleinen dicken Bürgermeisters hat diese Website gemacht, weil genauso sieht sie aus. Aber ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich wird es eine Agentur gewesen sein. Aus Deckendorf wahrscheinlich. Ja, genau. Die Frage ist, selbst wenn man eine renommierte Hamburger Agentur, deren Namen ich nicht nennen möchte, beauftragen würde, würde die Seite anders aussehen? Meine Vermutung ist nein. Aber die Hamburger Seite sieht ja auch nicht besser aus. Bitte? Wahrscheinlich, ja. Aber das war es dann auch. No? Es gab ein Beispiel noch, das hätte wesentlich doch Sinn gehabt, aber leider war das nicht reproduzierbar. Martin Kohler hat es mir zugeschickt, war nach auf Hannover gegangen, hat auf Kultur gedrückt und da stand Not Found. Das wäre noch eine hübsche Ergänzung dazu gewesen, aber das ließ sich nicht reproduzieren, warum auch immer. Wahrscheinlich haben sie die Kultur da wieder eingeführt. Ganz versteckt. Weiteren Widerspruch dazu? Gunther. Ich denke, dass fast jede Homepage, muss ich irgendwo drücken, fast jede Homepage einer Stadt passt zu dem, was du gesagt hast. Also ja. Du kannst die Stadt nicht über die Homepage vermitteln. Und jede andere Stadt, ob Berlin, ob Hamburg, wenn du die Hauptseite anklickst, sieht sie langweilig aus. Die erzählt die Stadt nicht. Ja, ist das nicht erbärmlich? Das ist erbärmlich, ja. Und darum geht es aber. Das heißt, wenn ich die erste Information über Deckendorf bekomme, dann möchte ich irgendeine, vielleicht auch nur kurze, kleine, never get a second chance to make a first impression, so hieß das früher mal. Das ist der erste Eindruck von Deckendorf. Da kann man sich noch ein bisschen mehr Mühe geben. Ja? Vielleicht ist das Ziel ja, die Leute davor zu warnen, nach Deckendorf zu kommen. Also es ist ein langweiliger Ort und das ist ein Bildnis davon. Ja, ich habe noch ein zweites Bildnis mitgebracht, aber der Kollege aus Deckendorf sagte mir, die Seite hatte sogar mal 15 Minutes Fame. Das war, als das Hochwasser war und alle schon lange weggezogenen Kinder nachgeguckt haben, ob der elterliche Keller vollgelaufen ist. Das hätte man auch anders hinkriegen können. Das war die einzige Geschichte, wo das Ding überhaupt mal aufgetaucht ist, vom Kern her. Das heißt, wenn wir über Urbanität oder wenn wir überhaupt über belebte Räume reden, dann ist die Frage, wie erzählen sich beliebt? Warum ist jemand stolz, in Deckendorf zu wohnen? Ist es da erkennbar? Noch nicht mal ansatzweise. Und das ist genau mein Punkt zu sagen, lass uns doch dann andersrum rangehen und sagen, wenn es einen Stolz gibt. Und ich hatte jetzt heute Mittag gerade lange Gespräche mit Ströhrleuten, zu sagen, wie würden die denn da rangehen? Die sind keine Agentur, die stellen nur die Technologie für Agenturen zur Verfügung. Und die sagen so, ja, was sind denn die Gründe, stolz zu sein, in Deckendorf zu sein? Ja, das sind die Vereine. Das ist der Schützenverein, das ist der Handballverein, das ist der La-La-La-Verein. Ne? Bis Heideblüten, und die Heideblüten gibt es hier, was ist da? Und Karnevals, keine Ahnung, was da gibt. Egal, die Vereine, sie finden sich noch nicht mal hier wieder, aber das sind, darum sind die Leute stolz, dass sie da sind, weil sie sind Teil einer Gemeinschaft, einer Sozietät. Aber es findet sich hier nicht wieder, in keinster Weise. Es sieht wie ein sachlich geschriebene Nachschlagewerk über Deckendorf aus. Das ist es. Nein, aber das braucht kein. Nein, dafür mache ich einen Wikipedia-Eintrag. Das ist der Punkt. Ja. Ich kenne die Nachschlag, das ist natürlich auch bei Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine Kleinstadt und die haben das fremdvergeben an ein Mittelding zwischen Firma und Initiative, die dann sogar Praktika vergeben und Leute einschulen, die dann für eine Stadt sowas erstellen. Brillant ist was anderes, aber die Entität bezieht sich da auf eine Burg. Wir haben ja keine, sondern nur Schlösser hier westlich der Elbe.
Und darum kreist vieles, weil die Bevölkerung sich an dem Hauptfest des Jahres beteiligt. Absolut. Das spielt natürlich für die Identität einen Grund, und das ist Tor zu Lewitz, das heißt also zu einer Sonderlandschaft infolge der Eiszeit. Ja. Und auch das wird ziemlich in den ersten Klicks wird das sofort klar gemacht. Und das Problem ist, wenn man strukturschwache Kommunen hat, dann möchte man nicht in Konkurrenz zum Nachbarkommune darum wetteifern, wer die schlechtesten Häuserzeilen hat, die verkommensten Schaufenster und die miesesten Ansiedlungsgebiete. Das ist das Problem, weil Ehrlichkeit, weil die Manager, die damit umgehen müssen, die wissen das sowieso. Also manchmal denke ich immer, ob Kommunalpolitiker Leute für doof halten. Die checken das nämlich vorher über Agenten oder schicken sie voraus oder fahren da selber hin und gucken sich das an und dann erst kommen sie offiziell über die Treppe. Und es bringt gar nichts zu lügen. Und das, glaube ich, ist ein politisches Problem. Kommunalpolitischer Filz kommt noch dazu. Ne, keiner, wenn du mir erzählst, wo ich während der FDJ war, dann verrate ich auch, wie du in der Wende warst. So, das setzt so einen Deckel dann. Das ist nicht gerade der Freiruf für die Kreativität, sondern bremst aus. Die Genervten, die noch sich engagieren wollen, hauen auch noch ab. Jetzt kommt ein neuer Bürgermeister und der hat dann nur noch Pfeifen, die da geblieben sind. Das heißt also, dann sollst du jetzt auch noch konstruktiv sein. Das spiegelt sich in den Seiten zum Teil wieder. Da kann man, man muss das dann nur dialektisch gegen sich selbst sehen und dann kann man sich richtig durchlesen, was da alles nicht läuft. Okay. Es gibt, in England gibt es irgendwie eine Liste, die wird jedes Jahr neu gemacht, die 25 besten Orte, Ortschaften. Und es gibt auch die 25 beschissensten Orte, wo keiner wohnen möchte. Und das Lustige ist eigentlich, dass inzwischen, wenn du irgendwie schon nicht auf die ersten 25 kommst, dann versuchen manche Kommunen dann wenigstens bei den schlechtesten Orten aufzutauchen, weil man da tatsächlich noch so ein bisschen was wie Aufmerksamkeit bekommt. Also von daher ist das vielleicht gar keine schlechte Idee, da mal drüber nachzudenken, wir haben die beschissensten Häuser hier, dann sieht jemand Becken auch überhaupt. Nee, aber was ich eigentlich spannend finde bei der Frage, irgendwie, warum brauchen die Webseite? Gut, irgendeine Internetseite ist irgendwie schnell gemacht, aber das, was die eigentlich wollen, also irgendwie so eine Art von Gemeinschaftsgefühl, was jetzt irgendwie vielleicht dann irgendwie für so eine Kommune funktionieren, ist möglicherweise ja eher dann irgendwie der Tante-Emma-Laden, den man versucht, das irgendwie mit einem neuen Businessmodell wieder einzuführen. Da gibt es irgendwie so ziemlich viele, eigentlich so ganz interessante Konzepte, wo man sagt, so, also dort trefft ihr euch eher. Also dort entsteht eher irgendwie so ein Gefühl füreinander, wo Informationen ausgetauscht werden. Das Zweite, was man sich dann vielleicht noch überlegen könnte, wäre dann irgendeine Frage, ob es dann irgendwie eher einen E-Mail-Newsletter gibt oder irgendwie vielleicht gleich irgendwie, also etwas, was so über den Chat funktioniert, mit dem man dann irgendwie halt so Verbindungen zwischen Leuten, die da gewohnt haben und Leuten, die irgendwie wegziehen, dann zu tun haben. Und das sind alles Sachen, die sind irgendwie auch quasi digital sozial, die haben aber nichts mit der Webseite zu tun. Und die ist dann vielleicht eine, die man tatsächlich eher weglassen könnte, wenn man nicht möchte, dass Kai sich wieder drüber lustig macht. Nein, das, was passiert, nochmal kurz, ist von meinem Verständnis, was die Deggendorfer gemacht haben, ist, eine Nebelbombe zu schmeißen. Wir sind vergleichbar wie alle anderen. Und entweder das stimmt, dann sollen die Leute da wegziehen. Oder es stimmt nicht, dann haben sie eine Geschichte zu erzählen, die verschweigen sie uns. Das ist der Punkt. Richtig. Gemein, irgendwie. Nächster Punkt. Das ist ganz bitter. Das ist eine Livecam von Wittmund. Und alle zwei Jahre mache ich einen Screendump davon. Ich habe inzwischen, glaube ich, 4 oder 5. Und das Einzige, was sich ändert, ist, dass ab und zu mal an den Bäumen Blätter sind und ab und zu mal nicht. Das ist die einzige Veränderung, die da passiert. Natürlich kann man sagen, wenn ich in Wittmund einen Parkplatz suche, dann kann ich nachgucken, ob einer ist. Aber ich habe noch nie geschafft, dort keinen Parkplatz zu sehen. Und jetzt stellt sich die Frage, was bei der Hölle machen die da eigentlich? Und warum machen die das? Und die Antwort ist ganz klar, weil sie es können. Eine Website, wo das eingebunden ist, eine Webcam, liegt bei unter 1000 Euro. Ende mit lustig. Und was erzählen die uns? Einen öden Ort. Aber das seit zig verschiedenen Jahren, weil dort definitiv, guck da mal drauf, also wenn wir jetzt das live schalten würden, wäre es dunkel, deswegen habe ich jetzt ein Standbild davon genommen, es passiert nichts. Und zwar seitdem ich es beobachte, das ist ungefähr seit 6, 7 Jahren, passiert da definitiv gar nichts. Immer wenn ich mal Zeit habe. Ja, genau. Vielleicht werde ich ja doch nochmal überrascht. Aber das ist, wenn man schon über 404 Deggendorf redet, dann ist man über Livecam Wittmund richtig am Stolpern. Und da ist auch wieder die Frage, welche Geschichte erzählen die eigentlich? Die Geschichte, die sie eigentlich erzählen wollen, ist diese da.
Zweige gucken könnt, es gibt. Das ist der mystische Ort. Ne? 42. Ecke Broadway. Es ist deswegen mystisch, weil wir das wissen, dass es mystisch ist. Ansonsten ist das nichts weiter wie eine Kreuzung. Wo auch nichts weiter passiert ist, dass Leute von links nach rechts laufen. Ich meine, in Wittmund laufen nicht mal Leute von links nach rechts. Ich habe noch nie jemanden gesehen. Ab und zu habe ich mein Auto vorbeifahren sehen. Aber das war es auch. Ne? Hier laufen wir jetzt noch Leute rum. Aber es ist für uns trotzdem der mystische Ort. Times Square, ne? Da war doch. Ne? Und dann Silvester und hier und der Ball, der runtergeht. Und wir kennen 1000 Geschichten aus 1000 Filmen und so weiter. Und wir sind live dabei. Das Gefühl, plötzlich live dabei zu sein, obwohl man Distanz hat, in einem mystischen Ort wie Times Square, Manhattan, ist der Versuch von Wittmund, das zu reproduzieren. Deswegen haben sie eine Livecam. Ich weiß nicht, ob ich da Widerspruch erzeuge, wenn ich sage, das hat nicht ganz geklappt. Wittmund ist dadurch nicht mystischer geworden. Es kann noch werden, wir arbeiten dran. Ja, scheiße, habe ich mir auch wieder was erzählt. Das ist eine Audioinstallation, wurde mir erzählt. Und man kann dann irgendwie in der einen, glaube ich, dann reinhören und bei der anderen dann raushören oder also beziehungsweise zuhören. Und das machen die Leute dort. Das Spannende finde ich aber eigentlich, und deswegen fragt Matthias, glaube ich, etwa 300 Meter weiter davon gibt es irgendwie eine andere Audioinstallation, die läuft da schon seit 1964. Das ist von Max Neuhaus. Im Endeffekt hat er eigentlich nur so quasi dieses Abtretgitter, was dann irgendwie einmal so ein Lüftungsschacht, der sich dann irgendwie einmal quer über die Straße zieht. Den hat er genommen, weil er irgendwie gerade so eine, also technisch bedingt, aber irgendwie so eine ganz lustige, so einen Bogen macht. Und hat darunter dann irgendwie verschiedene Stadtgeräusche, dann also eine Audioinstallation gemacht, die verschiedene Stadtgeräusche und dann irgendwie kleine Wortfetzen und so weiter gemacht. Und dann so, dass sie sich so einblendet in das, was man eigentlich, wenn man da oben sieht, sowieso hört. Und das ist dann irgendwie auch so ein kleiner Ort, und also weiß ich jetzt nicht, wie es hier funktioniert, aber der eben, wie gesagt, seit 64 ist ein Teil geworden ist von dieser Topografie in New York, wo dann irgendwie eben halt das so ein Ort ist, wo der, also ganz schön dann irgendwie eben halt sich so verblendet und irgendwie ganz besonders macht, so ein bisschen so wie Hafen-City-U-Bahn, dann, ne, wo man dann irgendwie das Meeresplätschern hört und die Wahlgesänge und der Störtebäcker ruft. Ne. Ja, also würde ich jetzt zum Beispiel Wittmund auch nicht machen, aber auch wenn man zugucken könnte. 1268, ist es ein Punkt ans Publikum. Heiligabend, Dezember 1968, war Apollo 8 gerade dabei, den Mond zu erkunden und hat unfreiwillig eine urbane Intervention geschaffen, sondern eine globale Intervention, indem sie es nämlich geschafft haben, die Erde zu fotografieren. Okay. Das hier ist eine Rekonstruktion, der Ton ist original von 1968 und man hört die Astronauten, wie sie plötzlich über dem Horizont etwas sehen. 2:50, mal ein bisschen weiter. Sie sind bei der dritten Mondumrundung. Die ersten beiden Umrundungen hatten sie keinen Blick auf den Horizont und sind dabei, die Oberfläche zu fotografieren, um zu gucken, was denn zwei Jahre später mit der Mondlandung wird, dass sie dort einen schönen Landeplatz finden. Ah, das Schwarze sieht ein bisschen vulkanisch aus, nicht so gut zum Landen. Schnell, gib mir einen Farbfilm. Down here, just grab me a color. And color exterior.
91? Yeah, Roger for one. C-368. Hey, man, come. Almost verpasst. Yeah. Hey, I've got it right here. Let me get up this one. Not clear. Bill, I got a phrase that's very clear right here. You got it? Yep. In der Tat, Weihnachten 68, wieder ein Moment zum Atem anhalten, weil wir Menschen dort unseren kleinen blauen Planeten als Einheit wahrnehmen. Die ganze Mission war, wir wollen zum Mond und den Weltraum entdecken. Entdeckt haben wir uns auf unserem kleinen blauen Planeten ohne Grenzen. Und was hier alles mitschwingt, ist dann die Counterculture der späten 60er Jahre. Was mitschwingt, ist Spaceship Earth von Bucky Fuller. Was mitschwingt, ist das... Dein T-Shirt, würdest du kurz aufstehen bitte, Weltretter, wunderbar, Volltreffer, nicht abgesprochen, aber ein wunderbarer Treffer an der Stelle. Und das Ganze zu uns gebracht durch die Technik. Das Ding wurde später irgendwie großes Coverbild auf dem Time Magazine, wo halt den Menschen der damaligen Zeit die Erde erstmal vor Augen gebracht wurde. Kleine Anekdote am Rande, Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick, der Herr wusste einfach nicht, wie die Erde aussieht und hat deswegen einfach in seinen Aquarelltuschkasten gemalt und die Erde gepinselt. Wenn man es vergleicht und mit dem Gedanken irgendwie Odyssee im Weltraum schaut, dann sieht das Ding sehr amüsant aus, aber nicht wie die Erde. Man wusste es einfach damals nicht, als der Film gedreht wurde, weil diese Bilder eben noch nicht Mainstream waren, noch nicht bekannt waren, noch nicht ins kollektive Bewusstsein eingedrungen waren. Dank Technik, dank Internet, dank der Rekonstruktion hat die NASA jetzt diesen Moment sozusagen für uns bewahrt und den teile ich gerne mit euch. Ich kann auch den Jingle nochmal abspielen. Dirk. Ich interessiere mich für TED-74. TED-74, ich bleib gleich hier stehen. TED-74 ist... ja, hast du dein Publikum nicht präpariert? Ted Nelson. Du hattest am Anfang ganz viel, du hast auch die Sonderpunkte eingesammelt alle schon, ne? Ted Nelson, Foto vom letzten Jahr in London, wo ich ihn getroffen hatte. Ted Nelson, ebenfalls einer der Pioniere unserer Zunft, der lange, lange, lange bevor das World Wide Web ins Fliegen kam, nämlich Anfang der 60er Jahre, 1962, den Begriff Hypertext überhaupt erst geprägt hat. Wie gehen wir denn mit Text um am Bildschirm? Müssen wir denn immer von A bis Z schreiben, von Cover to Cover? Oder kann man als Autor auch mal ein bisschen hier schreiben, ein bisschen da schreiben und diese ganzen einzelnen Abschnitte miteinander verlinken? Das als Grundidee von Hypertext. Es lohnt sich, Ted Nelson zu studieren, weil zum Beispiel auch solche Begrifflichkeiten wie Transclusion dort von ihm schon vorausgedacht sind. Das heißt zum Beispiel dieses Problem, man lädt heutzutage seine Fotos nach Facebook hoch und Facebook ömmelt sich ein, weil sie mit die große Marketing-Dollar machen, aber derjenige, der die Inhalte liefert, der bekommt nichts. Mit Transclusion hätte man die Chance, dass man seine Inhalte irgendwo leihweise hinstellt, aber die Links zum eigentlichen Autor jeweils immer mitgetrackt werden, sodass man irgendwie Links und Backlinks hat und man sozusagen einen Include hat auf die Seite, wo es tatsächlich dargestellt wird. Micropayment, ein anderes ungelöstes Problem heutzutage, von ihm vorausgedacht, dass wenn jemand anders mein Bild auf einer fremden Website ansurft, ich dann einen kleinen Mikrocent bekomme. Heute gibt es Ideen dazu und so langsam geht das auch in die Richtung, aber es ist halt nicht eingebaut in die Systeme, die in den frühen 90er Jahren, das World Wide Web etc. Ins Fliegen gekommen sind. Die Ideen waren vorher schon mal gedacht, nur leider eben so nicht implementiert. Ich könnte jetzt deine Frage von vorhin noch mal beantworten, warum sind die guten Ideen nicht implementiert worden? Genauso mir spontan, oder das Mikro noch mal weiterreichen.
Ich glaube einfach, dass die saubere Theorie nicht wirklich kompatibel ist mit dem Marktdruck. Dass also Systeme gebaut werden, ohne den großen Wurf zu wagen, und deswegen wir im Klein-Klein sind und jede Firma für sich, jedes Deggendorf für sich, jedes Facebook für sich alleine versucht, ein System in den Markt zu drücken. Und deswegen der große Zusammenhang zwischen den ganzen Websites, zwischen dem kollektiven Mittun der einzelnen Akteure auf der Strecke bleibt. Muss aber nicht so sein. Weltretter. Meinst du nicht, dass das eventuell halt eine ganz normale Erscheinung ist, quasi im Sinne von epochaler Entwicklung im Netz, dass man halt erst sowas hat wie halt quasi die Entwicklung Web 1 zu Web 2.0, dann quasi das Netz der großen Communities und eben jetzt mit dem Zerfall von Facebook erstmals quasi eine wirkliche, Facebook stirbt! Findest du auch gut, komm, lüg nicht. Nee, aber dass eben mit dem Zerfall erst dieser großen Netzwerke tatsächlich in dem Moment, wo ich sag mal die ganze erste Welt mit einer Durchdringung von Bandbreite online angekommen ist, dass halt jetzt erst so viel Partizipation möglich ist, dass Menschen auch ohne so ein übergeordnetes Netzwerk, das eben quasi den Weg schon mal vorgibt, was passieren kann. Also ich glaube, dass das evolutionär notwendig ist auf der Entwicklung hin zur Internetnutzung. Also ich meine, Internet ist ja super jung, aber wenn man ich bin hier schon, selbst mit ARPANET und so, ich meine jung im Sinne von epochal jung. Weißt du, wenn ich mir überlege irgendwie, wie Mensch vor einer Million Jahren irgendwie das erste Mal ein Stück Kohle in die Hand genommen hat und eine Wand angemalt hat, dann ist quasi das Gutenberg, das Internet oder meinetwegen der Farbfernseher, das Internet. Das ist halt eine Entwicklung. Sind wir nicht jetzt erst da angekommen, dass jetzt erst der Mensch Virtualität so nutzen kann, wie sie... Nee, sind wir nicht. Amen. Ich hoffe ja, aber ich befürchte nein. Also ich befürchte, dass nämlich diese ganze Diskussion um die Digital Natives, die mir so ziemlich irgendwo vorbeigeht, deswegen so schlecht ist, weil die Nachgeborenen mit der Gnade der späten Geburt, die aufgewachsen sind mit der ganzen Technik, wie wir sie heute haben, eben den Unterschied nicht mehr sehen zwischen vorher und nachher und deswegen die Idee gar nicht mehr haben, dass sie selbst aktiv werden können, um was zu bauen, was besser ist als Facebook und Co. Ich finde es noch viel schlimmer. Ich finde, es hat was von Idiocracy. Wir haben eine Generation, die digitalisiert aufwächst, die in zwei Welten gleichzeitig groß wird, in der Realität und der Virtualität. Und die können damit nicht umgehen, die Idioten. Also jetzt bei aller Liebe irgendwie, wenn ich mir jetzt diesen Digital Native angucke, wo ich ja dann nicht zugehöre, weil ich mich viel zu alt bin, ich bin Mitte 30. Sorry, aber ich habe mehr Ahnung vom Internet als ein 20-Jähriger, weil ich es benutzen kann. So. Heißt, wenn nicht... Und das ist dann ja irgendwie eine gesamtgesellschaftliche Frage, wenn da nicht langsam was passiert, dann haben wir eine Generation von Analphabeten, was ich ganz, ganz furchtbar finde. Vielen Dank für die Überleitung zum Bild. Computerlip. Wir müssen gefälligst die Systeme verstehen, die wir bauen. Ted Nelson hat auf seinem Cover von seinem Buch geschrieben, You can and must understand computers now, 1974. Ich finde, das ist auch eine wunderschöne Überleitung zum... oder zum einen der letzten Beiträge, es ist nämlich 19 Uhr, wir reden seit einer Stunde. Das heißt, wir müssen gleich den Laden hier so dicht machen. Okay. Massage. Massage 67. Nee, ist nicht. Massage 67. Ein Kurzreferat über Marshall. Kurzreferat über Marshall McLuhan. Als Anekdote vorneweg: The medium is the massage. Kommt daher, dass als Herr McLuhan sein Manuskript an die Druckerei geschickt hatte, das einen kleinen Lesefehler beim Setzer gab. Und als das Buch zurückkam, stand dann nicht drauf: The medium is the message, sondern The medium is the massage. McLuhan fand es amüsant und insofern heißt das Buch tatsächlich so, obwohl der berühmte Spruch halt etwas anders ist. Für die Jüngeren unter uns, das ist eine Schallplatte, kennt man kaum noch.
Als ich mit Schallplatten groß wurde, dachte ich, haha, Schellackplatte und Walzen, die es vorher gab, Wachswalzen, aber mittlerweile lacht man über das Ding und CDs sind ja auch schon von gestern. Bei Marshall McLuhan finde ich den Medienbegriff deswegen spannend, weil wir als Interaktionsdesigner das Medium, mit dem wir umgehen, auch gestalten und damit einen unglaublichen Einfluss haben auf das, was die Anwender mit dem Gerät tun und durch das Gerät dann auch wiederum mit anderen Menschen tun. So wird das Ganze sozial. Also ich und der Computer ist Human-Computer Interaction. Ich und der Computer und das Netzwerk und ganz viele andere Menschen sind soziale Netzwerke. Und die Systeme in der Mitte, die werden von uns gestaltet und das ist unser aller Verantwortung, das auch gefälligst gut zu machen. In Anbetracht der Zeit, die Wand ist öffentlich, ihr könnt sie ansurfen, wir werden sie twittern, ihr könnt noch gucken, was ihr nicht gesehen habt. Da waren noch schöne Leckerlis dabei, aber sei es drum. In Anbetracht der Zeit, das große Finale. Ich möchte mich bei meinen Kombattanten bedanken. Kai von Luck, Martin Kohler, Stefan Wölver und bei mir selbst. Wer noch nicht genug von uns hat, wir treten wieder auf in der einen oder anderen Form, aber sicherlich zum Reeperbahn-Festival. Es gab im letzten Jahr schon den sehr schönen Seitentrack Reeperbahn-Festival Campus mit einem Symposium unter dem Titel Urban Interventions. Und es scheint sich da ja so eine wunderbare Tradition herauszubilden, dass wir hin und wieder mal solche Events wie zum Beispiel die Social Media Week oder dann auch das Reeperbahn-Festival im September kapern und vielleicht dann wieder mit großer Bühne und euch allen und noch viel mehr und spannenden Themen. Ich hoffe, euch hat die Collage gefallen, die wir geliefert haben. Herzlichen Dank.